In diesem Video geben wir euch ein paar Impressionen, was ihr so machen bzw. sehen könnt, wenn ihr nur gut 2 Tage in San Francisco habt. San Francisco war Abschluss unseres Roadtrips über den Highway 1. Angekommen sind wir etwa um 13 Uhr am Flughafen, wo wir unseren Mietwagen abgeben mussten. Bis wir per Uber im Hotel waren und eingecheckt hatten, war es auch schon so um 15 Uhr rum. Erst dann konnten wir das erste Mal auf Sightseeing-Tour gehen. Unser Hotel war nur etwa 20 Gehminuten von der berühmten Lombard Street entfernt, zu der wir als erstes spazierten. Weiter ging es Richtung Fisherman's Wharf. Natürlich haben wir auch die Seelöwen am Pier 39 besucht. Dann erstmal lecker gegessen. Anschließend sind wir ein wenig durch die Shops gebummelt. Die Abendatmosphäre war besonders toll. So ging der erste Nachmittag erlebnisreich zu Ende. Am zweiten Tag ging es vormittags auf Bootstour zur Golden Gate Bridge. Auf dem Weg zur Anlegestelle am Fisherman's Wharf, wieder zu Fuß, schauten wir erst noch einmal beim Drehen der berühmten Cable Cars zu. Unsere Tour machten wir dann mit Red and White Fleet. Einen Link zur Tour findet ihr in der Videobeschreibung. Die Tour dauert 1 Stunde und ist auch bei eher trübem Wetter ein tolles Erlebnis. Anschließend nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel auf dem Weg zu einer weiteren Sehenswürdigkeit, die besonders bei Serienfans auf dem Sightseeing-Plan steht. Die Painted Ladies sind vielen aus dem Intro der Serie Full House bekannt. Zu Fuß ging es von dort aus dann weiter in das Stadtviertel Haight-Ashbury, welches besonders durch die Hippie-Bewegung der 1960er Jahre bekannt ist.
Und dann durfte es auch einmal ein wenig grün und entspannt sein. Mit dem Bus fuhren wir dann zurück zum Fisherman's Wharf, wo wir noch gemütlich gegessen haben. Am Vormittag unseres Rückflugtages konnten wir die Golden Gate Bridge auch endlich mal aus der Ferne sehen. Das war die Tage davor wegen dem eher schlechten Wetter nicht der Fall. Als erstes stand eine Cable Car Fahrt auf dem Programm. Die darf natürlich bei keinem San Francisco Besuch fehlen. Im Anschluss war noch Zeit zum Bummeln, einen kleinen Besuch am Union Square und einen Kaffee bei jetzt bestem Wetter. Gegen frühen Nachmittag ging es dann per Uber zum Flughafen und dann zurück nach Deutschland.